Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Astroneer-Video. Ja, wir befinden uns wieder im Rover-Basisprojekt und heute werden wir schauen, dass wir endlich das RDG zusammenbekommen. Und dafür müssen wir auf Aatrox mit unserem Atmosphärenkondensator. Wir brauchen nämlich ein spezielles Gas. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier schon einiges an Ressourcen aufgestapelt. Und ich habe wieder mal keine Zeit gescheut, um euch so viel wie möglich vorzubereiten, um euch nicht zu langweilen. Wie ihr sehen könnt, wir sind schon über die 12.500 Bytes, die wir fürs RDG brauchen. Und ich habe einiges an Kohlenstoff gesammelt, ein Leuchtfeuer gemacht, ein paar Verbindungspakete. Falls ihr sehen wollt, wie diese genau gemacht werden, schaut am besten bei der Playlist von meinem Basisprojekt vorbei. Ich habe mindestens alles schon einmal gezeigt. Ja, ich habe hier auch noch große Plattformen, zwei Stück und einmal den Atmosphärenkondensator. Den einen haben wir auf Glasi gelassen, deswegen habe ich jetzt einen neuen gemacht, den wir dann auf Aatrox lassen werden. Und ja, was wir jetzt machen, wir nehmen uns hier einmal das Silo mit. Wir werden auf jeden Fall nicht viele Lagerräume brauchen auf Aatrox, weil auf Aatrox gibt es keine speziellen Ressourcen, bis auf das Gas. Von dem her, ja, würde ich einfach sagen, du gehst da jetzt rauf. Und wir nehmen einfach die zwei Silos mit. Mehr braucht man nicht. Was wir auf jeden Fall aber noch brauchen, ist unser Generator. Den können wir jetzt aber ausschalten. Der wird nämlich unser Strom sein, den wir auf Aatrox benötigen. Auf Aatrox gibt es nämlich nur wenig Wind und wenig Sonne, deshalb sind wir auf andere Stromquellen angewiesen. Wobei wir auf Glasio auch diese Stromquelle genommen haben. Gut, wollte ich noch was? Wir schauen noch kurz, wie das Gas heißt, sicherheitshalber. Wir müssen nämlich dann Nanocarbon-Legierung machen, das ist Helium. Okay, Helium ist das, was wir jetzt auf Aatrox brauchen. Normalerweise habe ich alles vorbereitet, was wir brauchen. Hydrazin ist noch mehr wie genug da. Ich habe immer die Befürchtung, dass wenn wir wegfliegen, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber ich denke nicht. Und wenn ist es jetzt, und wenn wir es vergessen haben, ist es jetzt nicht so schlimm, da wir ja jetzt schon mittlerweile die Hydrazinschubdüse haben. Und damit ist es ja schon viel angenehmer, mit dem Shuttle irgendwo hinzufliegen. Weil wir nicht einmal hin, einmal zurück fliegen können und dann ist vorbei, sondern wir haben da ein bisschen mehr Spatze und können uns auch, sage ich mal, Fehler leisten, obwohl wir natürlich Fehler vermeiden sollten. Und wir müssen hier auf Aatrox. Der verstrahlte Planet. Na, Gott sei Dank ist er nicht wirklich so verstrahlt, dass wir irgendwie eine Spezialausrüstung brauchen, damit wir auf dem landen können. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sowas einbauen, aber zum Glück gibt es sowas noch nicht. Okay, ich würde sagen, wir landen wieder typischerweise in der Nähe eines Tempels. Ich weiß noch immer nicht genau, wie die heißen. Ich glaube Obelisk. Keine Ahnung. Also die offizielle Bezeichnung von den komischen Dingern weiß ich nicht. Wenn ihr sie wisst, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich habe es jetzt immer Tempel genannt, dann nochmal Alien-Dinger und keine Ahnung, wie sie im Endeffekt wirklich heißen. Ja. Vielleicht wisst ihr die offizielle Bezeichnung. Tempelmäßig, oder ja, nehmen wir sie jetzt mal Tempel. Ist da nicht unbedingt was in der Nähe. Ich finde es auch arg, dass wenn man so dreht, wird das dann geht der Nebel weg. Aber wenn man direkt drauf schaut, ist der Nebel da. Okay, ist da, oh, da wäre ein Tempel. Aber hier ist kein Kreis. Ich würde sagen, ja, wir nehmen einfach das nächstbeste, was jetzt kommt. Das oben lassen wir noch aus, ist mir zu weit weg. Ja, grundsätzlich ist es eh ziemlich egal, wo wir landen. Ist halt immer nur praktisch, wenn es in der Nähe von einem Tempel ist. Dann ist der Weg nicht so weit, wenn man die mal erkunden möchte oder einnehmen möchte. Hä? Wieso wird jetzt da das von grün auf rot? Ist mir noch nie aufgefallen. Da ist, glaube ich, ein Tempel in der Nähe. Wieso ist das alles so rot auf einmal? Ist ja richtig komisch. Wir fliegen jetzt daher. Ist so.
Es ist, glaube ich. Oh, direkt neben dem Tempel. Hat sich das Warten gelohnt. Okay, wir verlassen. Ja, das ist halt echt, echt finster. Wir haben zwar unser Arbeitslicht, aber das gibt jetzt auch nicht mega viel Licht. Sieht eigentlich sehr windig aus. Für das, das eigentlich in der Beschreibung steht, dass es nicht windig sein soll. Wir werden jetzt gleich mal unsere Sachen auspacken. Ich überlege gerade. Ist ja ziemlich egal. Hier. Zack, auspacken. Das ist falsch gedreht. So. Und dann noch die nächste Plattform. Die stellen wir nicht drauf, sondern die stellen wir daneben hin. Okay. Und dann machen wir einmal hier den Kondensator. Atmosphärenkondensator, check. Dann machen wir hier das Silo. Den Beacon haben wir auch hierher. Den färben wir jetzt da violett. Soll auffälliger sein. Dann können wir das auch hier, den packen wir da drüben hin. Der soll das füllen. Ich nehme mir gleich mal da die Verbindungen runter. Und den Generator können wir hier raufpacken. Den drehen wir vielleicht noch. So. Schalten den Spaß ein. Sagen hier einmal bitte auf Helium. Und dann können wir das Ding eigentlich voll machen. Grundsätzlich hätte eigentlich eine Plattform gereicht, aber wir machen es ein bisschen besser. Gut, wir können jetzt ein bisschen Aatrox auskundschaften und vielleicht hier auch noch ein paar Forschungen mitnehmen. Schauen wir mal da Richtung Tempel. Ist halt echt sehr finster hier. Hier gibt es sehr viel Harz. Ansonsten finden wir da irgendwo irgendwas Sinnvolles. Das sind die komischen Pflanzen. Schauen wir mal, ob da unterhalb sind, glaube ich. Ja, da ist eine Forschung. Die nehmen wir uns gleich mit. Da können wir die Proben. Die geben ja richtig viel, obwohl das nur die kleinen sind. Dann werden die großen wahrscheinlich richtig fett geben. Ja, ich habe ja extra. Da sind diese nervigen. Okay. Ich habe mich geschreckt. Die komischen anderen nervigen Pflanzen. Ich habe ja, was ich sagen wollte, extra keine Lager mehr mitgenommen, weil ich dachte, auf Aatrox werden wir hauptsächlich Forschungen mitnehmen. Und ich wüsste nicht, was wir sonst hier von den Ressourcen her brauchen. Schrottmäßig ist da irgendwas. Als Gebiet ist es auch ziemlich schwierig. Das mit dem Rover dann zu machen, wird sicher lustig. Da, sehr schön. Es wird auf jeden Fall dann. Wir müssen uns dann überlegen, wie wir das jetzt im Endeffekt machen mit den Rovern. Ich glaube, mein Wunsch wäre eigentlich wirklich auf jedem Planeten eine Rover-Basis. Aber ob sich das so leicht schnell umsetzen lassen wird, das ist halt die andere Frage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte. Ist halt von den Ressourcen her ein bisschen aufwendiger. Aber ich denke, das ist the way to go. Wenn wir dann überall eine haben, dann wird es ja richtig geil und easy. Was haben wir denn da unten? Da sieht auch noch Forschung aus. Ich denke, ich sollte mal kurz Luft schnappen vorher. Ah, da ist auch eine Forschung. Schön versteckt. Nehmen wir uns gerne mit. Ah, da auch. Sind sehr unscheinbar. Ja, wenn das so mit den Forschungen weitergeht, haben wir bald alles freigeschalten. Nee, so schnell geht's nicht, aber dennoch. Wir haben ja noch einige Forschungen. Ich wollte jetzt fertig auffüllen.
bin da immer so abgelenkt. Hier drüben haben wir auch. Das sind die nervigen Schießpflanzen, die einen direkt anschießen. Die sind ziemlich nervig. Die können dich einfach. Ich weiß nicht, ob sie dich one-hitten können, aber sie können dich schon schön nerven. Jetzt gehen wir mal dahin. Hallo. Wow. Boom. Müssen wir schön dodgen immer. Wow. Und die haben alle schöne Forschungen. Ich bin echt gespannt, was so eine Forschung bringt. Das werden wir uns dann noch gemeinsam anschauen, wenn wir uns dann das RDG machen. Aber jetzt wollte ich da noch unten schauen. Weil da war, glaube ich, so ein Würfel als Forschung. Und das würde mich echt interessieren. Da oben ist auch noch eine Forschung. Die nehmen wir uns dann auch noch gleich mit. Die ist easy zu holen. Die liegt einfach so da. Auch spannend. Dann gehen wir da nach unten. Viel zu viele Ablenkungen. Von einer Forschung zur nächsten Forschung. Aber davon bin ich schon fast ausgegangen. Deshalb, wie gesagt, habe ich mir nicht so viel Lagerfläche mitgenommen. Weil wir ressourcentechnisch könnten wir uns da viel Harz mitnehmen. Aber ja, für Harz gehe ich jetzt echt auch nicht extra auf Artrox. Wenn ich Harz möchte, gibt es genug andere Varianten. Da ist das Ding. Ja. Ist da auch was? Nee. Aber der Würfel, der sieht echt cool aus. Kommen wir da wieder rauf. Ja, mit unserer tollen Hüpftechnik. Easy. Der gibt sicher viel. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Vom Aussehen her schaut auf jeden Fall ziemlich fancy aus. Wie viel Gas haben wir eigentlich schon? Was? Wir haben noch kein ganzes. Gott, wie lange dauert das? Das ist ja sehr aufwendig. Aber wir müssen ja sowieso noch einiges an Forschungen sammeln. Von dem her haben wir noch nicht den übelsten Stress. Hast du irgendwas? Nee. Aber hier ist so eine kleine Forschung. Eine Forschungsprobe. Auch immerhin 82. Ah, da ist auch noch so ein cooler Würfel. Ich weiß nicht mehr. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, das ist Deko nur. Leuchtet denn da hinten? Das muss ich mir anschauen. Aber vorher muss ich mir das noch nehmen. Ich muss ja einen Weg bauen. Ich habe ja eben meine Dings mit, meine Verbindungen. Somit sollten wir. Komm her da. Wieso bist du so weit weg? Ich muss mir das mit den Verbindungen machen. Das ist nämlich ein bisschen blöd hier mit. Weil das so steil ist, dass ich da nicht ersticke. Man sieht ja, ich habe jetzt schon wieder halbe Luft nur. Wir bauen uns da nach unten. Bin gespannt, was da unten ist. Wahrscheinlich ist es genau nichts, aber ich bin neugierig, was es da unten gibt. Das heißt, wir bauen einfach hier einen Weg rüber. So. War ja irgendwie da drüben. Und da können wir uns ja eh nach unten bauen. Ja, es, man sieht es noch leuchten. Also ich bin echt neugierig, was das sein soll. Wir werden uns jetzt einfach nach unten graben, so irgendwie. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, wir werden einfach uns nach unten bauen. So easy kann es sein, wenn man möchte. Kommen wir langsam nach unten eigentlich? Ja. Ah, das ist so eine Zebrakugel, die jetzt in dem Fall keine Zebrakugel ist. Aber die hat so von der Ferne so violett ausgesehen. Und jetzt, wenn man es anschaut, ist es eher eine weiße Kugel. Ja, es muss aber das sein, da ist sonst nichts. Vielleicht hat das Design noch nicht geladen gehabt. Die nehmen wir mit.
Grundsätzlich haben die Dinger, soweit ich weiß, keinen Effekt. Also die bringen Grunden nichts, aber wir nehmen es mal mit. Wir können es ja mal versuchen, in die Forschungskammer zu packen, aber soweit ich weiß, geht das nicht. Sei denn, die haben das jetzt irgendwann mal geändert. Aber haben auch ein cooles Aussehen und finde es auch cool, die leuchten auch immer so im Dunkeln. Du bleibst aber hier. Aber wir sollten schauen, dass wir wenigstens, weiß nicht, zwei, drei Kanister mitnehmen. Ich denke, wir werden so schnell. Ich finde es auch geil, dass die da in die zwei Slots reinpassen. Wir werden zwar jetzt, denke ich, eh nicht so viel Helium brauchen. Ich weiß nicht, welche Ressourcen noch Helium brauchen. Ich denke nicht so viele. Aber besser man hat, als man hat nicht, ne? Und ich nehme mir einfach da noch die zwei Forschungen mit. Und ja, dann schauen wir mal, wie viel Gas wir haben. Wieso ist das noch immer nicht frei? Das legen wir so rüber und das. Komm. Zack. Du kommst auch mit. So, wie viel Gas haben wir jetzt eigentlich schon? Eins ist ganz voll. Das andere hat erst angefangen. Aber weißt du was? Wir brauchen ja nicht so viel. Ich würde sagen, es reicht einfach. Nehmen das mit. Die schalten wir dabei aus. Du hast dann. Du kannst nämlich ohne Stromquelle sowieso nichts mehr machen. Dann backen wir das wieder rauf. Da schalten wir den Motor aus. Wir wollen ja nicht unseren ganzen Kohlenstoff verschwenden. Die sind eigentlich. Wir sind sogar. Ja, zwei Forschungen könnte man noch mitnehmen. Dann sind wir komplett voll. Das lassen wir wieder hier. Das können wir früher oder später wieder verwenden. Ist jetzt nicht so extrem teuer zum Herstellen. Vielleicht können wir noch kurz schauen, ob man auf die Schnelle noch was finden zum Mitnehmen hier. Ja, haben wir schon zwei. Ich glaube, wir sollten jeden Platz, den wir haben, ausnützen. Ist alles zusätzlicher Weg, den wir uns ersparen. Die eine nehme ich dann noch mit. Und ja, was soll ich sagen? Dann haben wir wieder anständige Forschungen. So. Jawollo. Dann geht's wieder ab nach Silver. Da werden wir die Forschungen reinpacken, machen unser Erdig. Uah! Jetzt habe ich mich geschreckt, ich habe das irgendwie nicht gesehen. Jetzt killt mich das nicht instant. Perfekt. Dann geht's wieder ab nach Silver. Und dann können wir unser RDG machen und dann läuft's mit der Energie. Dann können wir unseren Generator in den Wind schießen. Bin ich froh, wenn wir den nicht mehr brauchen. Es war schon immer nervig, dass da ist Silber. Das ganze Organische zu sammeln war schon immer sehr aufwendig. Ich muss sagen, grundsätzlich war ja nicht so schlecht. Also der Generator, ich habe ihn unterschätzt, der ist eigentlich ziemlich gut. Aber ich sag mal, Energie, für die man nichts machen muss, ist besser als Energie, für die man was machen muss. Klingt irgendwie logisch, oder? Noch dazu, wenn sie besser performt. Also die RDG gibt, glaube ich, besser Strom als der Generator. Gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere Basis irgendwann sichtbar ist. Und dann können wir dort landen. Aber irgendwie, ah da, jetzt kommt es langsam. Und da können wir schon hinklicken. Ich hoffe es, dass es dort ist, aber wenn nicht, sind wir jetzt mit unserem Hydrazin-Haushalt ganz gut gewappnet. Ja, hat aber gepasst. Somit steigen wir aus. Nehmen uns. Mal überlegen, das können wir runternehmen dabei, das brauchen wir nicht. Und können da jetzt unser Gas drauf machen. Zack.
Wunderbar. Was wir als nächstes noch machen werden, wir werden unseren Generator in Betrieb nehmen, sonst geht da ja nichts. Hoffentlich das letzte Mal. Ja, das letzte Mal muss jetzt nicht unbedingt sein. So, das bin ich jetzt gespannt, was das Ding zum Beispiel bringt. So, Generator. Einmal rauf da. Den immer da drüben gehabt, oder? Ist aber ziemlich egal. Passt, Energie wieder erzeugt. Jetzt können wir mal schauen, was die an Bytes bringen. 3500 ist schon einmal eine feine Sache. Können wir gleich mal durchschauen. Was, Leute? Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel Bytes in dem Ding drin ist. Würde mich echt interessieren, ob ihr es erraten würdet. 1900 nur. Was? Hättet ihr gedacht, dass da die Pflanze mehr gibt? So, und jetzt kommt diese. 2600. Also, okay. Da haben wir auch noch was Neues. 1851. Haben wir, glaube ich, die schon probiert? Ich weiß gar nicht. 1800. Und die roten, das ist jetzt eh das gleiche, oder? Ne, wobei, das ist eine andere. Die haben wir noch nicht gehabt. In dieser aus 3250. Okay, wir packen einfach mal irgendeine rein. Und dann können wir uns endlich mit Titan-Legierung und Stahl und hier dann Lithium. Haben wir keinen Platz. Was habe ich denn da alles eingepackt? Ah, okay. Zack. So, wir machen jetzt mit Titan-Legierung, was wir damals schon gemacht haben. Stahl und Helium machen wir uns die Nano-Carbon-Legierung. Dann habe ich auch noch Lithium da. Was habe ich da denn eigentlich für eine Aufteilung? Ist ja komplett irre. Und ja, Nano-Carbon-Legierung. Falsche Taste gedrückt. Und Lithium ergibt dann unser RTG. Und das machen wir jetzt auch gleich. Forschen müssen wir es natürlich erst für 12.500 Bytes. Das ist eins der teuersten, wenn nicht sogar das teuerste. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Aber es ist auf jeden Fall eines der teureren Sachen, die wir für Bytes erforschen können. Und wir haben's. Und jetzt müssen wir es nur noch machen. RTG, Lithium-Nano-Carbon-Legierung. Jawoll, RTG, wuhu. Aber ich muss sagen, wir haben es trotzdem geschafft, die Rover-Basis ohne RTG zu betreiben. Das ist schon eine feine Sache. Aber jetzt mit dem RTG kann man sagen, it's done. Also wir haben es geschafft. Das ist das Teil, was unbedingt nötig ist, um eine gemütliche Roboterbasis zu machen. Eine unendliche Energiequelle. Ich hoffe nur so sehr, dass das nicht irgendwie geändert wird mal. Dass sie irgendwann sagen, ja, das RDG nützt sich ab oder keine Ahnung. Ich hoffe, das bleibt so, wie es ist. Und ja, natürlich ist das mit radioaktivem irgendwas und was gibt's Besseres, als wenn man mit seinem Astronauten daneben sitzt? Eigentlich nichts, oder? Es ist ganz gemütlich, das macht jeder. Ganz gesund für den Körper. Und ich würde sagen, wir können jetzt, zack, du bist. Oh, jetzt hast du da jetzt schon angefangen. Ja, hast du jetzt angefangen. Schade. Aber egal, sie wurscht. Wir sparen uns aber den anderen Kohlenstoff. Dich können wir jetzt eigentlich wegmachen. Aber wir könnten schauen, ob ein Unterschied ist. Ich schau mal. Wir haben hier jetzt aktuell. Hier können wir eigentlich schauen. 397. Wenn ich den da jetzt raufpacke und einschalte. Immer noch 397. Das heißt, wir produzieren mit dem RDG so viel Strom, dass wir den Gener dass der Generator nichts bringt, wenn der nebenbei läuft. Perfekt. Was soll ich sagen, Leute?
That's the dream. Und damit wären wir dann für heute auch wieder fertig. Danke vielmals fürs Einschalten. Danke vielmals für die ganzen Likes, die ihr da lasst. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Haut sie raus, bitte, bitte. Und natürlich, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, einfach abonnieren und am besten sogar die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder Livestream wieder. Bis dahin, ciao!